Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Satisfactory hier aus Steam Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist Thompson. Servus. Servus. So, Thompson, du bist mit dem Dings hier noch beschäftigt, ne? Mit dem Autowagen da. Ja. Ich werde mal ein paar Eisenplatten holen müssen und dann werde ich mich mit anderen Dingen beschäftigen. Ich werde nämlich ein bisschen Leitplanke noch bauen. Damit wir da auch mal fertig werden. Und dann hoffe ich mal, dass wir dann das Öl rantransportieren und dann können wir Fabriken bauen dafür, dass wir das Öl verarbeiten. Ne? So ist unser langwieriges Ziel eigentlich. Fragt sich nur, wo wir das endlich erreichen können. So. Wird noch ein bisschen dauern. Ja, das ich glaube auch, aber naja, mein Gott. Wir haben ja Zeit. So, jetzt habe ich mir erstmal 1000 Iron Plates geholt. Ja, ich glaube, das haben sie noch nicht gefixt hier. Na, gab ja auch kein Patch, oder? Gab es ein Patch die Tage? Irgendwas mit dir? Ich glaube nicht. Da keinen großen, wenn überhaupt. Na, das mit dem Steuerung, das funktioniert auch nicht immer. Naja. So. Ich sehe da noch immer nicht die Items, die da reinfließen. Nee, das mit dem Steuerung ist. Ach, jetzt. Na gut. So. Die da was machen, die wo reinfließen? Also die in der Truckstation sind. Sehe ich nicht. Okay. Aber du kannst ja dann deine Kiste hinterbauen, wo du einfach alles raustransportierst, oder nicht? Geht das nicht? Ja. Doch. Ich würde die aber auch nicht hier ganz vorne stehen lassen, weil wegen dem Wendekreis und so, das ist das ein bisschen blöd. Aber na gut, das brauchst du ja noch um, sagst du, ne? Ja. Also da jetzt sind da Ölfässer auf dem Förderband schon. Wie kommen denn da Ölfässer? Wieso sind hier lauter Ölfässer auf dem Förderband? Weil ich damit das Auto betanke. Ach, du kannst mit dem Ölfass das Auto betanken? Ja. Ah. Und das fährt dann mit dem. Das wusste ich nicht, okay. Das ist also quasi ein Vielstoffverbrenner, ja? Da kann ein Holz reinlegen, da kannst du... Ja, Kohle. Kohle, kannst du Biodiesel reinlegen und Öl. Ja. Ah, nicht schlecht. Ein Vielstoffmotor. Was braucht man? Holzvergaser. Wusstest du, dass es das in Skandinavien wirklich noch an vielen Stellen gibt, diese Holzvergaser? Hä? Nee, wusste ich nicht. Das Tanken ganz einfach. Hältst du am Ball dran an, schmeißt ein paar Äste rein, fährst weiter. Gut, dauert eine Weile natürlich, bis der Vergaser das Gas erzeugt hat, mit dem du dann fährst, ne? Aber... Naja. Irgendwas ist ja immer. Das hat aber geleckt. Ah, ich hab grad hier ein paar Probleme. Körperlicher Natur? Nee, von Satisfactory. Ruckelt. Das kennen wir ja. So. Gut, dann wollen wir weiter Leitplanken bauen, ne? Also wie ihr seht, wir haben schon ein bisschen was gebaut hier. Oder da war er ja mit dabei beim Bau. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit dem, was ich habe, durchkomme bis nach hinten. Und dass ich dann nochmal mich selber mit Öl vollsauge oder mit... Du machst da hinten schon Plastik oder sowas? Machst du denn schon, ne? Und dann gucken wir mal, was wir da draus so schönes gebaut kriegen. Weil wir können ja dann die Computer mal fertig machen. Beziehungsweise wir müssen dann deine Frames und das alles mal... Ich bin mir leider nicht sicher. Also, darf ich ja nicht sagen, Computer hier, sonst meldet sich ja... sonst meldet sich ja Miss Alexa hier. Die alte Wanze. Ich wollte das immer mal umstellen. Weißt du, was richtig fürchterlich ist? Wenn du das Ding wirklich auf Computer eingestellt hast und du guckst Star Trek. Da sagen die ja alle Nase lang hier, Computer, mach mir mal das, mach mal dies, mach mal das. Das habe ich nicht verstanden. Ja, nee. Ach, die redet sogar denn damit, ne? Also die hat dann da auch durchaus gesagt so, ja, die Sternzeit ist so und so und so. Dachte ich auch so, hä, was, wie? Warum erzählt sie mir jetzt, welche Sternzeit wir haben? Aber hat sie gemacht. Naja, so ist das halt mit der Zukunft. Big Brother is watching you. Oder in diesem Fall, wie heißt er? Bezos is hearing you. Is lauschen you. Nee, wie? Listen to you. So. Ja. Aber da muss man ja auch sagen, ne? Also der hat ja seine Frau ausgetauscht, ne? Okay. Aber die neue, die sieht eigentlich aus wie die jüngere Version von der alten. Also so Haarschnitt typmäßig hätte ich gesagt, sind die ähnlich. Naja gut, ich meine, hat er 20 Jahre eingetauscht gegen 20 Milliarden oder was hat er bezahlt dafür für die Scheidung? Oder 34 Keine Milliarden? Ahnung. Also, war jedenfalls jede Menge. Ja, gut. Ich habe ja damals auch immer gesagt, wenn ich mal 40 bin, suche ich mir wieder eine 20-Jährige. Hat meine damalige Freundin auch nicht so doll. Da musste ich halt anstrengen, damit du 40 gut aussiehst.
Ah, da kommt der Flugrochen. Und fliegt durch die Fabrik. Eieiei. Das sollten sie auch abstellen. Oh. Hat er die Mauer wieder falsch gesetzt. Da auch schon. Nochmal irgendwo? Ne. Gut, dann können wir jetzt ja erstmal Mauern abreißen wieder. Weil so eine querstehenden Schotten brauchen wir hier nicht. Wir sind ja nicht unter Wasser. So, dann geht's weiter. Mauern setzen. Dankeschön. So, bis zur Ecke hoch einmal hier. Schön Leitplanken bauen. Ich meine, wenn wir jetzt über diese Länge bauen, können wir natürlich theoretisch auch nicht auch Förderbänder, aber ne? Ich glaube, mit dem Wagen kriegst du über die Zeit mehr transportiert, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Also die Länge ist ja doch ganz schön extrem. Weil wenn jetzt den... Der Wagen braucht ja doch ein paar Minuten, um hin und her zu fahren. Das glaube ich... Aber ja, lädt dann alles auf einen Schlag aus. Ja gut. Musst du denn auch alles auf einen Schlag dann verarbeiten können, ne? Ja, aber dann braucht man halt weniger Förderbänder und da kann man dann schnellere nehmen. Na, ja, das stimmt. Wenn der dann die ganze Kiste auf einmal... Ja, nee, also was ich mich frage ist, wenn der Wagen jetzt einmal hin und her fährt, dann hat, der ist ja trotzdem der hat eine Kapazitätsgrenze irgendwo, ne? Ja. Wenn er jetzt sozusagen 1000 Sachen mitnehmen kann, oder 1000 Einheiten mitnehmen kann, dann würde ein 60er Förderband, würde das ja in 18 Minuten transportieren. Okay. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Nee, warte mal. 180 Sekunden in 3 Minuten. Und das ist ja pro Sekunde, ne? Na, pro Minute. Pro Minute. 60 pro Minute. Also 1 pro Sekunde. Ja. Ja gut, also dann 1000 Sekunden halt, ne? Also dann kannst du ja ausrechnen, 1000 Sekunden, wie viele Minuten das sind, aber... Also wenn der Wagen langsamer ist, dann entweder einen zweiten Wagen noch mit draufsetzen, das war dann... Ja. Ne? Dann die Frage wegen Kollisionswahrscheinlichkeit. Ja, das könnte interessant werden, ja. Aber es gibt doch auch einen größeren Traktor, oder? Oder müssen wir den das neu erforschen? Ich glaube, dann müssen wir forschen, aber ich weiß nicht. Und irgendwann können wir die Züge machen. Achso, so, sollte ich jetzt? Ja, nur ich weiß nicht, wie teuer das sind. Die muss man erstmal erforschen. Ja, dann das wäre doch erstmal dann auch nicht schlecht. Nur die Schiene bis dort hinten, also das ist wahrscheinlich recht teuer. Ja, das produzieren wir dann schon. Guck mal, wir haben ja jetzt auch eine Brücke bis dahin erstmal hingebaut. Und das war jetzt auch nicht unbedingt billig. Na, oh, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich glaube, ich wollte Sachen rüberbringen. Rüberbringen? Wie rüberbringen? Da am Ölförderpunkt. Oder was sollte ich jetzt machen? Naja, du kannst ja jetzt mit dem Auto vielleicht eventuell am Ölförderpunkt dann... ja, da müssen wir natürlich noch eine Stelle hinbauen, wo du denn die Abladestelle hast, ja, ne? Also die Abnahmestelle von dem Material. Und dann würde ich sagen, müssen wir mal uns Gedanken machen, wie die Fabrik aussehen muss, die dann aus dem Öl, du holst da hinten nur Öl, mehr holst du denn nicht. Ja, das Öl mache ich halt schon zu Plastik. Nee. Teilweise. Ja, nee, eben nicht. Genau das sollst du da hinten nicht machen. Das ist Rohstoffproduktion. Einfach nur Rohstoffe. Alles, was Fabrik ist, kommt alles auf die Plattform, da hinten bei uns hin. Okay. Alles, was weiter für eine Produktion ist. Damit wir das da alles dann zusammenbringen können. Dass man dann nämlich sagen kann, okay, wir haben konzentriert, die Rohstoffe kommen von da und dann produzieren wir das hier alles und dann ist gut. Ui, da kommt der Wagen wieder. Und lass ihn nicht überfahren. Ah, ich versuch's. Hm. Kannst du schneller rennen als der Wagen? Ich schauen. Hm. Irgendwie wird er nicht betankt. Oh mein Gott. Ich glaube, das musst du da reinziehen, weil ich kann das nicht machen. Ja, da werden wir sehen, wenn er stehen bleibt oder liegen bleibt, werde ich mich drum kümmern. Ja, ich habe jetzt die Blade Runners ausgezogen und wieder angezogen, weil das habe ich letztes Mal auch bemerkt. Deswegen warst du schneller, weil mit den Blade Runners. Ja. Ah, jetzt bin ich gleich schnell. Jetzt gibt euer Gas. Weil auch beim Aufnehmen der Strecke habe ich halt nicht immer Vollgas geben, weil wenn es dann einmal ruckelt, dann pick ich in der Wand oder halt flieg runter. Runter wäre schlecht, gegen die Wand geht ja noch.
Aber wie ich die Strecke aufgenommen habe, war glaube ich noch keine Wand da. Na, zu großen Teilen könnte das stimmen. Ein Ende denn? Naja, da ist dann schon ein Ende, okay. Ah, und meine Quick. Bausachen waren wieder weg. Oder sind wieder weg, besser gesagt. Deine was? Die Sachen, die ich bauen kann. Wieder weg. Aus den Einstellungen. Ah, ja, gut. Also, man muss. Am Ende des Tages muss man feststellen, die Jungs von Coffee Stain haben noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit vor sich. Um das alles so zum Laufen zu kriegen. Ja. Besteht noch sehr, sehr viel Bedarf. Ich bin auch, ja, sagen wir mal so, ne, also das wird hier auch nicht mehr allzu alt werden. Auf der Basis hier. Also wir können gerne jetzt noch, dass wir da irgendwie Level 7 erforschen oder sowas, oder haben wir das schon? Jetzt haben wir schon, ne? Dass wir die Lokomotive noch erforschen oder die Eisenbahn, was wir mit der Eisenbahn. Ja, die Sachen sind halt jetzt alle da und da braucht man das Ölzeug dafür. Ja. Ich weiß. Laufe ich jetzt mal wieder rüber und glaube, was ich da noch bauen kann. Dass ich was die vielleicht du? Händisch erzeug. Was erzeugst? Ja, du Computer hast doch schon genügend Öl oder nicht? Kannst du doch in der Base schon was machen? Ja, nur ich musste jetzt eben die anderen Sachen holen. Was für andere Sachen? Also. Drähte, Platten, Frames. Ja, die sind doch alles oben auf der Plattform. Ja, die habe ich jetzt mal geholt. Ja, okay, dann geht doch los, dann bau doch mal. Und ich hoffe, das ist das Richtige, was ich alles brauche. Kannst du dir das nicht in eine Einkaufsliste kippen? Gehen? Dann. Ah, wie mache ich das? Ah ja, dass ich sag 75 Computer und die dann hinzufüge, oder? Weiß nicht. Ich laufe mal hin. Können wir auch noch ein zweites Fahrzeug bauen, mit dem ich dann dort herumcruise. Wo das Fahren ja so gut geht. Ja. Schwierig. So, ich gehe da mal ganz kurz zur Ölproduktion und bringe mal noch einen Schwung voll Öl mit. Ja. Oder soll ich gleich... Aber ich habe eh auch die Container, die, wenn du auf die Plattform kommst, links stehen, mit Öl gefüllt. Also da ist viel. Ja, aber wenn ich doch hier hinten schon mal bin, kann ich auch was mitnehmen. Achso, das wusste ich nicht. Nee, ich baue doch gerade die Leitplanken hier hinten her. Ja. Und es hat noch nicht gereicht, das Material, was ich mitgenommen habe. Ich muss noch mal ein bisschen mit besorgen. Okay. Na ja, gut, was hat's? Ich hab ein bisschen Beton mit. Ja, Eisenplatten fehlen mir. Ah. Wie viel aber brauchst du? Du sollst doch da hinten jetzt bauen. Du sollst hier nicht auf den Gang rumrennen und irgendwelches Öl holen, das hast du da. Du sollst da jetzt bauen. Ja. Gut. Dort dann bei der Ölstation oder wo soll ich bauen? Auf der Plattform Computer zusammenbauen. Hast du doch eben gerade gesagt, dass du das machen möchtest. Oder habe ich mich verhört? Also kannst du ja nicht zur Ölplattform laufen. Dann kannst du ja nur auf der Plattform Computer zusammenbauen. Dann ist die Frage doch hinfällig, ob du an der Ölplattform... Ja, weil dort habe ich noch mehr Plastik, das was ich brauche. Deswegen bin ich doch hier hinten, deswegen habe ich doch gerade gesagt, kann ich das nicht, das kann ich auch gleich mitbringen. Wenn du mir jetzt noch sagst, wo es liegt? In dem Container bei der Erzeugung. Nach dem Assembler oder was das ist. Aber ich bin eh gleich da. Warum bist du hier hinten? Du sollst hier hinten nicht sein, du sollst auf der Plattform sein. Und dort bauen. Ist ja wurscht, wo ich dann baue. Nein. Das ist ja nicht wurscht. Das ist ja unnützes durch die Gegend gelaufen von dir. Oh Gott! Steuerung. Das bringt doch mal gar nichts, wenn du jetzt hier auch herläufst. Und keine Produkte mitbringst. Und auch keine mitnimmst. Komm ich denn da nicht hin? Ach, das ist so bescheuert, ey. Das ist so bescheuert.
So selten dämlicher das hier. So, ich habe jetzt das ganze Plastik eingesackt. Ich hätte jetzt das Plastik gebracht und das du hättest das schon. Natürlich. Und hättest das schon schön produzieren können. Aber. Nein, du rennst ja lieber hier hin und her. Schwierig, ganz schwierig, ganz schwierig. Du hörst nicht zu. Ich dachte mir, du baust Leitplanken vorher. Ja. Ich baue Leitplanken. Und dann haben wir ja ausgemacht, dass du denn da auf der Plattform das baust. Und dann hast du selber gesagt, dass du die Rechner zusammenbauen willst. Ja. Und da war ich doch aber schon. Das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Du hörst mir nicht zu. Ich verstehe es nicht, was das Problem ist bei dir. Dass du das nicht. Kapier ich nicht. Schwierig, ganz, ist ganz schwierig. Also strukturiertes Abarbeiten von einzelnen Punkten ist, habe ich ja schon mitgekriegt, dass es bei dir nicht unbedingt das Einfachste ist. Das sieht man ja auch an anderen Stellen manchmal, wenn du was machen musst und dann lässt du dich ganz schnell ablenken von anderen Sachen und bist dann ganz woanders mit dem Kopf. Das kenne ich ja schon von dir. Aber schwierig. Weil ich bin hier hinten, ich habe es doch mitgebracht und das habe ich dir gesagt, als du von deinen Rechnern erzählt hast, dass du die Computer machen willst, habe ich gesagt, nein, dann kann ich das ja mitbringen. Ich bin hier hinten. Ich bringe jetzt die Rohstoffe mit. Du kannst auf der Plattform bauen. Da war ich schon am Weg. Ja, okay. Die Methode umdrehen, zurückgehen und einfach das tun, was man machen will, klappt nicht. Jetzt bist du hingelaufen und hast das Inventar voll mit Öl geholt. Super. Ne, mit Circuit Boards auch. Wo hast denn du das Circuit Board? Da steht noch eine Produktion dahinter. Okay, abreißen, sofort. Weil ich brauche sowohl... Abreißen, sofort. Aufbauen, auf Plattform. Keine Produktion, keine weiterführende Produktion außerhalb der Plattform. Egal, wo du nochmal irgendwo Erze holst, keine weiterführende Produktion außerhalb der Plattform. Schwierig. Ganz schwierig. Ist mir auch schleierhaft, wie das immer wieder zustande kommt. Ja, sonst wird das alles noch viel länger dauern. Ist doch scheißegal, wie lange das dauert. Am Ende. Es ist aber strukturiert. Darum geht's. Wenn du 20.000 Produktionsstätten überall irgendwas produzierst, dann hast du doch gar keinen Überblick mehr, was du überhaupt produzierst und wie viel du davon produzierst. Oder? Wenn du jetzt beim nächsten Öl dann wieder eine Produktionsstätte machst, beim nächsten Öl machst du wieder eine Produktionsstätte? Dann lass doch das Öl irgendwo konzentriert hinbringen und da eine große Fabrik bauen und die verwendet das Öl. Tausendmal einfacher. Vor allem, weil du die Rohstoffe einfach über ein Förderband dahin transportieren lässt und dann musst du nur auf der Plattform hin und her rennen. Und mehr musst du gar nicht mehr machen. Ja, ich wollte das halt alles eben hier machen. Nein. Es ist doch von... Das wird das Ziel möglichst schnell erreichen. Nein. Du weißt, was ich meine. Ja, aber du weißt, dass ich alles auf der Plattform bauen will. Ich habe doch so schon alles auf der Plattform gebaut. Warum? Begründung, jetzt. Und schneller geht. Nee, geht's ja nicht, merkst du doch. Doch. Ich finde, es geht nicht schneller. Nun gut. Transport zu Base und da Fabrik bauen. Also, geht nicht. Ja, da waren wir dran mit dem Auto und das Ganze ist so buggy. Deswegen willst du ja noch ein zweites Auto bauen. Merkst du? Merkst du selber, oder? Nee, habe ich nicht gesagt. Klappt die Argumentation, klappt gerade nicht. Du hast doch selber gesagt, dass du ein zweites Auto bauen willst. Für irgendwas, keine Ahnung was. Hat hier 1000 Container mit Plastik und Öl, alles. Er hat hier alles. Könnte also theoretisch sich von mir aus hier oben auf der Plattform irgendwo eine kleine Ecke aussuchen und das erstmal alles zusammenbringen. Er hat alles da. Es ist alles hier. Er macht mich, er bringt mich, du bringst mich in den Wahnsinn. Ernsthaft.
Ich hab dir ja schon im Livestream gesagt, dass ich dieses chaotische Bauen nicht. Das geht nicht, das funktioniert nicht mit mir. Da werden wir immer aneinander rasseln. Hey, die Witzkanäle, das ist ja schwierig. Warum bist du so schwierig in solchen Spielen? Ich bin nicht schwierig. Das ist ganz einfach. Nee. Also ich finde, du bist schwierig in solchen Spielen. Weil das. Das okay. Na, sorry. Factorio war auch schon nicht unbedingt einfach mit dir. Beziehungsweise, da war es so, du hast das gemacht, was man dir gesagt hat. Und nicht einfach irgendwo losgelegt und dann hier und da und dort und dies und das. Und wenn der Nächste dann drüber guckt und denkt sich so, warum? Warum steht das da? Das haben wir da hinten doch schon stehen. Das nutzt doch das. Ganz schwierig. Wieso? Wir haben noch ein größeres Fahrzeug. Wir haben noch einen Truck schon. Okay. Meinst du, mit dem geht's besser? Es ging doch jetzt erstmal um ein Fahrzeug mit mehr Kapazität und nicht, ob es damit besser geht. Wir haben einen großen Truck. Okay. Könnte also sein, dass man... Aber ich glaube, die Kapazität passt für den jetzigen Moment noch. Oder? Schwierig. Aber es war doch bloß eine. Es war doch nur die Feststellung, dass wir den großen Truck schon haben. Dass, wenn wir ihn brauchen, ihn benutzen könnten. Okay, passt. Ja. Es steht hier immer noch davon auf Decke. Ja, ich teste das. Und wenn ich das getestet habe, dann baue ich das alles um. Was eine Aussage. Soll ich sie wegfahren? Jetzt rennt er rum und ich weiß nicht mal, was er da hinten macht. Ich hoffe, er reißt nur ab. wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kriegt er nicht mal alles mitgeschleppt. Nein, ich brauche Computer. Das ist egal, wo ich die Computer baue. Ja, das stimmt. Im Zweifel ist das egal. So, was ist mit ihm los hier? Kann ich denn? Wie komme ich denn in das Inventar von dem Traktor? An der Hinterseite bei der Workbench. Dann Inventar auf den anderen Tab umschalten. Ein bisschen umständlich. Ja, das stimmt. Wie konnte ich denn Stacks teilen? Ah, so. Uiuiuiui, das ist mal hier, was ist denn mit dir los? Sei doch mal nicht gleich so rabiat, oder Traktor. Ich hab dir doch bloß wieder Kraftstoff gegeben. Du kannst auch mal versuchen bei der Station, ob du da den Fuel irgendwie hineingezogen bekommst. Dass du sagst, das Öl ist jetzt Treibstoff. Weil ich sehe das nicht. Deswegen kann ich das nicht machen. Ah, ja, mach ich nachher gleich. Okay. Ich hab jetzt erstmal Bioöl reingepackt da. Weil ich in der Tasche hatte noch ein bisschen was. Damit er überhaupt erstmal wieder weiterfährt, weil er stand jetzt da einfach so rum. Ja. Das ist ja echt schwierig, da ranzukommen. Na gut, okay. So, jetzt haben wir uns wieder genug angezickt hier in der Folge. Ich muss anscheinend in jeder Folge einmal die klare Ansage, ich muss das wahrscheinlich vorher einfach machen, klare Ansagen geben, rausgeben, damit dann dieses Angezicke nicht in der Folge ist, aber das ist doch echt schwierig. Also. Vor allen Dingen erzählt mir, was er machen will, tut's dann nicht und rennt durch wild durch die Gegend. Und wir sind bei mir auch nicht schneller fertig. Doch, ich habe halt die Computer fertig. Ah, super. Hättest du alles auf der Plattform haben können, da gibt's alles dazu. Da gibt's alles dazu. Da hättest du nämlich nicht hier die 5 Minuten hin und her rennen müssen auf dieser Plattform. Bin ich nicht. Doch, das dauert 5 Minuten. Dann nehmen. Ja, 2 Minuten. Von mir aus auch 6. Aber macht auch nichts. Hättest alles auf der Plattform haben können. Das ist alles da. Das ist alles da. Okay. Unglaublich. Bin ich bald wieder da.
Ich muss jetzt wegen so ein paar Leitplanken bis dahin hinrennen. Naja, gut. Ich sag mal tschüss.